Die neue Landesregierung sollte in der Lage sein, das, was wir hier an Grundstein schon die vergangenen Jahre geliefert haben, weiter fortzuführen, zu verstärken, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit nicht nur Start-ups, auch die etablierte Wirtschaft und Wissenschaft hier am Standort gut miteinander zusammenarbeiten. Wir sind ein sehr großes, ein großflächiges Land, das industriereichste Land in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eine große Ansiedlung an Universitäten, Hochschulen hier im Land, die hervorragende Innovationen, neue Produktideen hervorbringen. Dieses gepaart, skalierbar mit der Wirtschaft und dann auch die geeigneten politischen Rahmenbedingungen hierfür gesetzt werden müssen. Und wenn wir das sehen, die Energiepreise explodieren derzeit. Auch hier müssen wir schauen, dass wir weiterhin die Produktion am Standort hier in Nordrhein-Westfalen halten können und sie nicht mit Abwanderung droht.